Hola und buenos días. Mein Name ist Martina, ich bin aus Deutschland und ich will euch heute ein bisschen über meine Zeit als Freiwillige in Ecuador erzählen. Ich war dieses Jahr 7 Wochen in Ecuador, im Februar und im März, und 3,5 Wochen davon habe ich als Freiwillige auf der Bee Farm Uxchapampa gearbeitet. Das ist ein ganz tolles Projekt, das von einer jungen Familie mit 2 kleinen Kindern geleitet wird. Und die Hacienda, auf der die Familie wohnt und auf der auch ich gewohnt habe, befindet sich ca. 1 Stunde südlich von Quito, der Hauptstadt Ecuadors, in der Nähe des Orts Machachi. Allein der Ort ist wirklich beeindruckend. Das nennt sich das Tal der Vulkane, weil man rundherum den Blick auf 8 verschiedene Vulkane hat und man ist hoch oben in den Anden. Das Klima ist meistens frühlingshaft und ja, es war einfach ideal für unsere vielen Aktivitäten. Unsere Hauptaufgabe während der Zeit war das Anlegen eines biologischen Gartens. Wir haben selber Beete angelegt, ohne Maschinen, sondern nur mit unseren Händen und ein paar kleineren Gerätschaften wie Schaufeln und so weiter. Und das Prinzip des biologischen Gartens ist, dass er ohne künstlichen Dünger auskommt. Und sobald die Pflanzen und Blumen gepflanzt sind, besteht die einzige Aufgabe noch darin, ab und zu mal Pflanzenmaterial zu sammeln, wie Blätter oder Rinde, und mit diesem Pflanzenmaterial die Beete zu bedecken. Und um den Rest kümmert sich Mutter Natur. Was wir auch gemacht haben, wir waren im Nebelwald und Ziel des Projekts ist es auch, den Leuten, die den Wald besitzen, zusätzliche Einkommensquellen zu schaffen, damit sie nicht angewiesen sind, diesen Wald abzuholzen und dafür Landwirtschaft betreiben zu können. Deshalb setzt sich die Familie dafür ein, dass Touristen diesen Wald besuchen und Waldspaziergänge machen oder sich dort zum Camping aufhalten und so der Wald alternativ genutzt werden kann und erhalten bleibt, weil ziemlich viel leider schon abgeholzt wurde und die Waldbestände in den Anden sehr geschrumpft sind in den letzten Jahren. Außerdem hatten wir sehr viele Besucher zu Gast auf der Farm, die immer herzlich eingeladen sind, die Farm kennenzulernen, die Aktivitäten kennenzulernen. Und es gab uns auch die Chance, unser Wissen und unsere Erkenntnisse aus den verschiedenen Projekten weiterzugeben an die lokale Bevölkerung. Und auch gerade die Kinder wieder in Kontakt mit der Natur zu bringen. Und das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Natur und für die Wichtigkeit auch gerade der Bienen in der Landwirtschaft zu fördern. Also ich kann es jedem nur empfehlen, auch mal ein paar Wochen oder Monate, wie viel Zeit man eben hat, auf der Bee Farm zu verbringen. Ihr werdet sicherlich genauso viel Spaß haben, wie ich hatte. Und ja, eins meiner persönlichen Highlights war sicherlich die Honigernte am letzten Tag und die anschließende Honigmassage mit frisch geerntetem Honig. Gabi macht die besten Honigmassagen, allein schon deswegen lohnt sich ein Besuch, solltet ihr mal in der Nähe sein. Ja, jetzt will ich in euch einfach noch ein paar Bilder zeigen, damit ihr euch noch einen besseren Eindruck verschaffen könnt. Und wenn ihr Interesse habt, auch mal auf die Bee Farm zu schauen, dann geht einfach auf die Website www.beefarm.net. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Viel Spaß mit den Bildern. Ciao.
con amor hoy yo quiero cantar. Sí, señor, a mi lindo Ecuador. Con amor siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día tu hijo. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador. Siempre debes decir, por donde quiera que tú estés, ecuatoriano soy. Y mañana recordarás todo ese inmenso cielo azul que un día cobijó. Ese amor que tienes aquí y te hará regresar al fin a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador, a tu lindo Ecuador. A todos tus amigos quise saludar y un vasito de caña me puse a tomar, pero en ninguna parte te pude encontrar. No sé por qué me invitas si no vas a estar. Quisiera verte pronto, yo vine por ti. ¿Será que quieres verme a la cara de Gil?